So Leute, heute, ich stelle das Video direkt heute auch noch rauf. Das ist für ein, für eine Bekannte. Ja. Ich werde das Video auch nach ihr benennen, so hier Special, ich sag das jetzt noch nicht. Digga. Und dann, ich habe gesagt, das kann sie mich ragen, weißt du? Ja, ich spiele mit meinem Kumpel. Da ist er. Ich bin auch die Blöde, aber lässt haben, Mann. Du Drecksack, kannst du mehr leisten als ich. Hey, Digga, komm her. Ja, weil ich meinen einen Typen verkauft habe. Was macht er denn? Dead Bastard. Ich glaub's nicht. Dieses bildungsresistente Stück Müll. Und Kater mal wieder voll daneben. Voll vergeistert, Digga. Ja. Die Bekannte heißt... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, Arvin, wenn du das siehst, also finde ich es echt korrekt von dir, dass du dir wirklich meinen YouTube-Channel angesehen hast und den Jungen gesagt hast, ja, kann ich ja mal vorbeischauen. Was so desinteressiert klang, wo ich mir echt danke. Danke. Wo ich echt danke. So, nein, nicht danke, Digga, aber ich weiß nicht, ob sie mich flachsen will oder auch nicht. Digga, ich dachte gerade, du wolltest was anderes sagen. Flachsen? Was wollte ich denn sagen? Ja, Lachsen. Lachsen? Ja, Mann, aber. Bist du behindert? Ja. Hä? Ja, loote meine Crossbow-Ruhe und so was. Digga! Bildungsresistentes Stück Müll. Bildungsresistentes Stück Müll. Wir bleiben jetzt mal sachlich. Ey, wehe, da glitscht doch auf, dann gibt's einen Report. Naja, Report, ne? Einfach zu schlecht. Oh nein! Hab gar Cookies nicht mehr liegen, Digga. Hab meine Ernährung umgestellt. Die Cookies stehen jetzt rechts von meinem Monitor. Ja. Die sind einfach dermaßen alles lecker. Klar. Ich hab dich getroffen, Mann. Das ist ja heftiger als die falsche. Alles klar. Als Until Dawn. Das ist ja heftiger als Until Dawn. Ja. Alles klar. Und Alt F4. Wow. Dieser Steam-Name. Satan Forever True God. Digga. Was hat der denn geschluckt? Hat seine Mutter ihm. Hat seine tägliche Schelle nicht gegeben oder was? Hä, wer hat den Namen? Ich weiß nicht. Der heißt irgendwie Satan Forever True God oder so. Keine Ahnung. Gestern hieß ich ja zum Beispiel noch Kater Spiegellecker. Ist ein Spiegellecker. Jetzt fange ich schon an, Yoda-Deutsch zu reden, Digga. Star Wars! Lol. Oh mein Gott! Nee, jetzt hinter dir. Oh mein Gott! Wo bist du überhaupt? Ich bin draußen. Dutz! Warte, ist es. Get regt, my friend. Get regt, my friend. Und du bist der Nächste. Der gerade Kabel. Alter, jetzt bringst du auch noch Mädchen falsches Englisch bei mir. Ja, das heißt get wrecked. Boah, Digga. Get regt. Get regt. Get reported. Gib ihm. Gib ihm. Digga, weißt du, wo ich dir gestern erschienen bin? Nee, jetzt komm! Ja! Digga, das fuckt ja richtig. Digga, weißt du, wo ich dir gestern erzählt hab? Ich bin mal kurz AFK. Was? Nein? Ey, nein! Du kannst mich ja nicht allein lassen. Er lässt mich allein. Dieses Stück Müll. LOL! Digga, Ghost Range! Oh mein Gott! Ey, was sind das für ein NUTTE? Aber, Alter! Boah! Zu viel Eistee. Ah, Kater, Kater, Kater. Wer Nightmare hier ist Kater, ne? Also, damit ihr Bescheid wisst. In Steam könnt ihr ihn auch unter Nightmare WDL finden. Der ist so ein kleiner Schmarotzer, der Junge. Und gestorben ist er auch noch. Mein Cousin ist einfach AFK. Please. Morgen geht's zum Bowlen, freue ich mich schon drauf. Letzter Tag in meinem Praktikumsplatz. Das ist schon wieder ein wenig schade. Ah, Digga, fick dich doch ins Knie, du kleine. Oh. Ja, das ist wieder ein wenig schade. Hi. Hey Carter, ich habe gerade von dir geredet. In den allerschlechtesten Tönen. Versteht sich, ne? Okay. Ich mache gerade ein Video extra, was ich heute noch aufstellen werde.
Weil eine bei meinem Praktikumsplatz, die heißt mit Zweitnamen Arwen. Das ist der geilste Zweitname, den ich je gehört habe. Hallo. Hallo? Wer ist ein Horatz? Das ist ein Freund von mir. Ihr wollt alle in meinem Video. Ihr seid famegeil, kann das sein irgendwie, dass ihr alle jetzt in mein Video rein wollt? Nö, ich habe ja auch erst eben gerade von deinem Video erfahren. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Das hast du, Horatz, innerhalb von 0,3 Sekunden geschrieben, Alter. Ich weiß, wie du bist. Ich kenne dich, Kater. Zu schlecht, um wahr zu sein. Okay. Ich versuche unterhaltsam zu sein. Das kannst du mir nicht vorwerfen, okay? Halt's Maul. Er hat heute wieder seine Tage. Sagtest du? Ja. Ja. Das ist... Bist du behindert, Kiefer? Enigo? Nico? Ja? Sag mal Hallo zu Hora, zu Kater, die sind beide gerade... Es passiert viel, wenn du AFK bist! Ja. Aber immer nur die... Team bist du Red. Dutz! Oh mein Gott! Das war ja awesome! Nein, Spaß war's nicht, bin gestorben. Und alles wegen dir, Kater, Alter. Ich glaube auch. Ey, Digga, gestern mit Nikolaus, er schreibt mich noch in Steam an. Herrn? Ich so, wer? Fragezeichen. Er so, aha, ich so, ja, Mann, bin ich. Digga, was geht? Bist du bei Akai wieder raus? Jo, ich bin 2 Tage bei Guard. Was bringt der? Wie hat Nico gesagt, du wechselst öfter den Clan als deine Unterhosen? Ja, nein. 2 Tage da. Wieso denn? Für 1000 Gold und 2 CWs. Du bist eine richtige du bist voll die Nutte irgendwie, weißt du? Verkaufst dein Können für Geld, Digga. Das macht die schon. Geld, geil. Ja, das auch. Ja, denn lass dir mehr geben als nur so wenig. Ich meine, das ist Gard, das ist... Digga, du bist mindestens... Warte, wie viel kriegst du nochmal? 1000. Digga, du bist mindestens 1,1 wert. Du musst deinen Wert mal kennen. Ja, Mann. Wollen wir gleich zusammen Until Dawn gucken? Let's watch Until Dawn. Gab es sowas? Gab es so? Der, wir waren heute im Kino, Minions, Alter. Banane! Alter, ohne Witz, Mann, der Film. Er war nicht schlecht, aber er war auch nicht gut. Ja, nee. Er ist zwar ganz nett und so, aber nochmal ansehen würde ich mir den jetzt nicht. Ich wäre dafür auch nicht ins Kino gegangen, aber ich kam halt kostenlos rein. Ich hab vom Cinemax Himbeer-Popcorn geschenkt bekommen. Läuft. Er schmeckt abartig. Ich will mal, das war so nur so ein Experiment. Auf der Rückseite steht bestimmt so, ja, von wegen, ja, also, ja, wir sind noch in der Testphase, was die Chemikalien angeht, ey. Schreiben Sie uns ein Feedback, wie Sie sie finden. Und ob sich Ihre Zunge schon abgelöst hat, wie bei anderen Fällen. Hat der Fokus. Ihre Zunge schon abgepellt? Digga, Until Dawn, Alter. Oh, ja, Digga, lass gleich gucken, aber... Wie gesagt, ich will jetzt erstmal das Video hier in den Kasten bekommen, ne? Ich hoffe, es leckt nicht. Ruckelt. Wenn's ruckelt. Wenn ruckelt ist. Ja, dann ruckelt das in der Kiste, aber ganz gewaltig, ne? Oh, geil. Wie gesagt, Arwen, ne? Also wenn du morgen vorbeikommst, wäre das schon nicht recht. Also das wäre schon recht erfreulich. Schon nicht recht. Ja, weil wegen meiner. Ich gehe ja bald Abitur machen. Abitur machen tun gehen. Abitur? Ja, Abitur. Aber. Abitur. Abutier und ich habe einfach keine Zeit mehr, euch dann zu besuchen. Das musst du verstehen. Also ihr müsst das verstehen. Enigo, das ist verständlich. Das habe ich so verständlich versucht auszudrücken. Ups. So verständnisvoll auszudrücken. Auszudrücken, scheiße. Auszudrücken, wie es ging. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Ich hoffe es aber sehr. Halte den lieber beim Messer drücken. Dutz! Bad Barry. Ja, Bad auf jeden Fall. Ach, Leute. Ja, der wirft einen Speer auf. Ihr seid so schlecht. Au! Ihr seid so schlecht wie 3 Tage abgelaufen, nämlich. LOL, das war ein Headshot! Geil. Wir haben beide gleichzeitig einen Headshot gemacht.
Und wie. Das ist jetzt voll die Schleichwerbung, aber wir haben heute irgendwie Zettel ausgetauscht, wo drauf stand, welche Let's Player ich mir mal ansehen sollte und welche ich ja empfohlen habe. Irgendwie. Irgendwas mit so einer komischen Frau und ich weiß nicht, wie das an. Drei war das. Displays oder? Ja, auf jeden Fall, nee, das guckt sie aber auch. Oh mein Gott. Ja. Ja, oh mein Gott, das ist ein, das, ich weiß nicht. Der beste YouTuber. So, warte, Digga. Shireen David. Und Julian Bam. Julian Bam, den habe ich. Der ist lustig, der ist echt lustig. Ja, okay, wenn du sagst, der ist lustig, dann muss er lustig sein. Digga, Julian Bam habe ich. Was mit Ape Crime und so. Ja, okay, Ape Crime ist auch geil. Digga, Tag Team Puffgang. Hast du gesagt ITV oder was? Was? Wen hast du vorgeschlagen? ITV oder was? Ne, Keystraw? Ja. Ja, Digga. Und Davis Schulz. Der, sie hat Kartoffelsalat geguckt, den habe ich nicht mal gesehen, Alter. Und ich bin ja schon ein Fame-YouTuber, Alter. Ja, Mann, übelst. Es, so ja, jeder kennt mich. Dir wurde auch eine Frage angestellt, dass du mitmachst oder so, ne? Ja. Mir wurde irgendwie eine Frage gestellt, mal in den Kommentaren, ob ich mit Facecam machen kann. Echt jetzt? Ja. Das Ding ist, weiß ich doch nicht. Bei deinen Videos wird meistens gar keine Kommentare vor. Echt jetzt? Du sollst mit Facecam? Das Problem ist, ich habe keine Webcam und das zweite Problem ist, wenn ich mit Facecam mache, dann erschreckt ihr euch zu Tode wegen meiner hässlichen Fresse. Nein, Spaß hier. Echt jetzt? Wer hat das? Oder ihr werdet blind, weil ich so. Weil. Oder ihr seid so hässlich, dass ihr mich für schön haltet und deswegen werdet ihr trotzdem blind. Keine Ahnung. Jetzt. Digga, erstmal die Cookies aufmachen. Ich hab. Ja, ist echt so. Ich weiß nicht mehr in welchem Video, aber es kam drin vor. Also er meinte, ja, wenn man mit Facecam, Digga. Ich würde nur Grimassen schneiden, nein, Spaß. Reingucken reicht schon. So die Reaktion, wenn dich jemand tötet, weißt du? Ich glaube, das ist schon ganz witzig mit anzusehen. Oh mein Gott, das ist ja richtig erbärmlich. Vielleicht war es ja auch Nikolaus. Ja, am Anus. Ich glaube auch. Oh! Was ist los bei euch? Naja, wir haben die ganze Zeit Reck geschrieben und er hat sich voll drüber aufgeregt. Ja, Nico auch. Und ich. Und der hat sich so aufgeregt. Spaß, weil mich das einfach nicht interessiert. War schon der Rüste. Also. Und er regt sich halt stark drüber auf und dann haben wir uns irgendwie geschritten. Er erregt sich stark drüber auf. Ja, er hat sich sehr stark erregt. Er meinte nämlich, ich bin behinderter Spast. Ich kann nichts, hab nie was in meinem Leben erreicht. Also anscheinend kennt er mich persönlich. Ich ihn aber nicht. Ich hab ihn zwar auf Steam. Hashtag Stalking. Ja. Ja, so wie ich es mit dir mache gerade. Bezweifle ich sehr. Ah, du weißt es noch nicht. Ich weiß, dass du oberhalb. Ich weiß, du wohnst oberhalb von Hamburg. Woher ich das weiß? Stalking. Woher ich das weiß? Auto. Sehr. Du siehst übrigens sehr gut unter der Dusche aus. Nein, Spaß. Oh, Alter. Stell vor. Hashtag Queer. Das Ding ist, bei meinem Praktikumsplatz, normalerweise sollst du ja keine Lieblinge haben, aber ich hab welche. Ich versuche mir das halt nicht anmerken zu lassen. Aber das sind halt immer die, die mich am wenigsten nerven, mit denen man sich ganz gut unterhalten kann und die auch nett sind, weißt du? Und nicht du so. Die, mit denen ja, es gibt. Alter, der eine Junge. Also, es gab da ein Mädchen. Die ist jetzt weg. Es gibt da Mädchen? Ja, es gibt da Mädchen. Mädchen, Junge. Ja, die eine ist da weg, ne? Die war schon schlimm genug. Jetzt ist dafür aber ein Junge. Und der ist. Oh, der ist tausendmal schlimmer. Wenn ich jetzt sagen würde, was ich am liebsten mit ihm mache, wird das Video gesperrt. Und die Polizei wird mal hier vorbeischauen, Mann. Wer ist das eigentlich, Horas? Ja. Ja. Ja, der. Ja, Horas. Hä? Eine Hure? Ja. Weißt du noch, wo mein Kumpel anstatt Hure hat er Hure geschrieben? Und das war der geilste Rechtschreibfehler in meinem ganzen Leben. Was ist mit gelähmt? Mit was? Was ist mit gelähmt? Ja, Digga, der ist auch nicht schlecht. Oder Fischstäbchen. Ja, mit. Oh, Mann, wie man so blöd sein kann. Naja, die war gelebt mit E, ne? Mhm. Wahrscheinlich war das sogar die gleiche. Ja. Auf jeden Fall. Leute, sind wir jetzt schon mal der Flagge? Ja, anscheinend. Fuck! Bist du eigentlich? Wir müssen zusammenspielen. Niemals! Als.
Als, als, als. Karls, Mals, Fals. Eid. Eid? Ja, Mahlzeit. Herr Kater? Hm? Schuldest mir 2K. Nee, du schuldest mir echt noch 3K. Eben gerade waren es. Das. Nee, 3. Das fällt mir wieder ein, wo ich ihm mal 3000 geschickt habe, damit er sich ein Warbo kauft. Hat er nicht gemacht, der Wichser. Davon weiß ich immer noch nicht. Digga, halt die Fresse, du Wichser, Digga. Du schuldest mir 3K. Du hast schuldet er eigentlich auch noch was, aber das weiß er nicht mehr. Blowjob? Ja, ich weiß auch. Also, das ist die jetzt schon wieder was schuldet, weil die echt nicht. Blowjob. Jetzt kommen wieder meine Fantasien. Nicht jede Nacht immer. Die durchlebe ich jede Nacht aufs Neue. Nein, Spaß. Der hat ja einen Polyarm. Oh. Für alle, die Englisch Analphabeten sind oder noch nicht gut genug Englisch können, einfach. Langarmwaffe. Polyarm, Langarmwaffe. Nein, Spaß. Stangenwaffe heißt das. Das gleiche. Es gibt auch noch andere Stangenwaffen, aber das lasse ich jetzt mal lieber sein in dem Video. Weil wenn Arwen sich das wirklich ansehen sollte, dann sollte ich nicht zu sexistisch sein. Stangenwaffe. Digga. Ich privat. Arwen Fiedler. Nee, das wäre jetzt privat. Oh, jetzt sind wir beiden. Oh. Ah, das ist überhaupt nicht schade. Oh, der Cookie ist so geil, Digga, ich schwör's dir. War jetzt auch überhaupt nicht schade, ne? Die grüße dich! Ja, helf mir mal ein bisschen. Ja, ich hab noch umgeschossen, ich seh den nur ab und zu. Geh mal zu deinen Zinne. Putz! Lol, zu niedrig. Ey, sorry, Nico. Nein. Ich hab zu niedrig geschossen, ich hätte den sogar getroffen, aber der war zu niedrig einfach. Ha? Dieses Schimpfwort von Dingen. Von wem? SpongeBob, Digga, dieser Delfin. Du meinst Analphabeten, Komiker, lecker, Spiegellecker? Lick it. Ich mach bald Videos mit Livecam und dann nenne ich dann Let's Lick Livecam? It. Livecam? Livecam. Ja, Livecam wahrscheinlich. Ja. Nee, Digga, ich mach bald ein Video mit Facecam. Let's Lick It. Lasst uns lecken. Digga, let's lick it, Mann. Leckst du an so einem Spiegel? So ein Kuss. Was? Rohkost? Nee, ich dachte gerade, Rohkost. Leckst du an so Rohkost? Tiefkühlpizza. Ja, Rohkost, ne? Ich lecke am liebsten an Salat, zum Beispiel Schokolade. Digga, letztens Twin Half Man, ne? Ey Jake, du isst doch gern kalte Pizza. Ja, da. Ja, tue ich. Nee, er holt so eine Tiefkühlpizza aus dem Tiefkühlfach und wirft ihm die da so wie so ein Frisbee. Fuck! Oh, sterb du und so, Digga. Du Hund! Halt's Maul. Jetzt bin ich gerade echt angepisst. Fuck you, I get no money. I get no. Epic Barbie! Leute, da ist echt Epic, Leute. Epic Barbie. Naja, stell dir jetzt mal Barbie vor, mit langen blonden Haaren, wie sie im Wind steht, eine riesige Flamberge in den Händen und Ken einfach mal Köpfte. Digga, Mann. Nee, am besten hat sie so einen langen weißen Bart und hat so einen Stab in der Hand und sagt, you shall not pass. You shall not pass. Und dann fliegt der Can so weg. Und sagt, Mord der Macht, stell dir das mal vor. Und dann fliegt Bang. Bang. Gently Kang. Und Mann, ich kann diesen Namen Can, Mann. Tsunami. Weißt du? Ja, Mann. Fällt der Kopf. Das ist denn für ein Name, Can. You can't. You can't. Mann, dieser Name. Ist ja der Name ist einfach lächerlich. Ich weiß auch nicht, was ich da finde dabei. Oh, sorry. King of Peasant. Du bist ja mein König. Wie war das? Enigo? Was denn? Bist du noch da? Oh, ich hab 110. Ja. Ich hab 110 Ping. Das war so geil. Neulich in. Wir schreiben das ja 1887. Bürger 1. Menstruation. Das heißt Revolution. Egal, Hauptsache es fließt Blut. Digga, das war einer meiner ersten Witze, die einfach so. Digga, willst du mich flachsen? Oh, du Hure.
Nigo, erschieß mal Sensei. Sensei. Erschieß mal Sensei Kakashi. Sensei Kakashka. Kakashka ist übrigens Russisch und bedeutet Kacke. Sensei Kakashka. Oder Durak. Da. Digga, Durak heißt Dummkopf, ne? Seitdem deine. Mein einer. Was heißt nicht. Also mein einer. Also mit dem ich arbeite, weißt du? Der sagt das die ganze Zeit zu dem einem anderen. Ach, was mach ich vor, Digga? Ja, egal. Also, Praktikumsplatz im Hort und eine Erzieher, Digga. Er sagt zum Kind eiskalt Durak, weißt du? So sagt zum Kind Dummkopf. Die Mutter hat ihm das aufgeschrieben. Weil er sagt das halt immer, ne? Also, er hat das mal gesagt. Und, da meinte er, ja, zu der Mutter von ihm, weißt du? Er schreibt mir mal alle Beleidigungen auf, die er kennen könnte, weißt du? Und dann schreibt sie den Durak auf. Also auf Lateinisch, nicht auf Kyrillisch, ne? Dann könnte ich selbst nicht lesen. Digga, und seitdem sagt er das zu dem Kind. Oh mein Gott, du Bongo Mongo, ich glaub's ja nicht. Egal, Leute. Ja. Ich spiel jetzt erstmal mal kurz weiter, Digga, vielleicht. Mal sehen. Und ich sag erstmal haut rein, ne? Und falls du das angesehen hast, sage ich bis morgen. Und Bowlen, ne? Allein dieser Kopf. Dieser letzte Kommentar einfach, Digga. Green. Ja. Ich bin red. Was? Ja. Ey, du darfst mich. Verlass mich nicht. Nein, Digga. Digga, in Polen, ich bin so scheiße, aber ich sag's dir, die Kinder, die eine, die kleinste, sie zieht alles weg, weißt du? Aber ohne Bande wird sie nichts treffen. Ich vielleicht was. Digga, willst du mich flachsen? Klar würdest du was treffen, Digga. Weißt du, wie gut deine Mutter im Bohlen ist? Oder ja, Digga, meine Mutter hat mich immer abgezogen und dich auch. Ja, natürlich. Also, was Bohlen angeht, Digga, sind unsere Mütter einfach die Überbrauch. Weißt du auch, die Schlampe hat meine Kuh... Thomas wegziehen, Mann. Ja, die Schlampe hat meine Kuh gegeben. Digga, meine Mutter wird die Frau da von Hotel Zack und Cody wegziehen, die scheiß Kugel über die ganze Bahn wirft, Digga. Ja, Mann. Aber ohne Witz... Ey, vielleicht kommst du ja morgen auch mit, Nico. Wie gesagt, also Bus müsstest du selbst bezahlen, aber zum Bowlen würde ich dich sogar vielleicht einladen. Oh. Ich weiß nicht, ob man noch mit Karte zahlen kann. Ha! Direkt! Das war einfach weg. Nein! Mein Schatz! Mein Schatz! Der letztes Mal True Enough Man mit diesem komischen Ring da, weißt du? Ja. Mein Schatz! Ja. Allein wie er den weg. Ja, Mann. Ja, ich geh abends immer einfach so im Meer schwimmen. Warum denn auch nicht? Tut ganz gut. Erfrischt die Haut. Ja, Leute, ich mach jetzt aus. Ich geh jetzt das Video raufladen. Erstmal haut rein.